Okay, gut, jetzt gucken wir noch an, was er so geschrieben hat, der Kollege. E-Mail-Angriffe auf Netzwerk, ja, das kennen wir. Mr. Simons, wir konnten bei dem Netzwerktest, dem wir Ihr System unterzogen haben, kein Problem feststellen. Von unserer Seite aus sieht alles gut aus. Ihre Firewall scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Andere Teammanager haben ähnliche Eingriffe in ihre Netze gemeldet. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, ist entweder sehr gut oder verfügt über eine sehr hohe Sicherheitsfreigabe. Wir werden das Netz weiter beobachten und Sie bei ungewöhnlichen Vorfällen umgehend informieren. IT-Sicherheitszentrale. Ja, meine Vermutung, es war Dr. Betruger. Der hat wahrscheinlich eine sehr hohe Sicherheitsfreigabe. Und ja, der hatte nichts Gutes im Sinn. Paul, die Flut an Spam-Mail ist in letzter Zeit kaum noch zu bändigen. Am schlimmsten sind die von MarsBuddy. Unglaublich. Was die mir alle schicken? Keine Ahnung, woher die meine Adresse haben. Kannst du nicht was dagegen tun? Ich mache den ganzen Morgen kaum was anderes, als den Müll aus meinem Posteingang zu löschen. Vielen Dank, Russ. Okay, gut, da haben wir noch ein bisschen hier die Lebensgeschichte von Paul gehört. Und wir werden hier das Level verlassen, Alpha-Labor. Mann, oh Mann, es ging ab hier. Gut, jetzt kommen wir hier raus. So, wir haben das Alpha-Labor überwunden und müssen jetzt in Alpha... Achso, ne, wir gehen jetzt erst ins Alpha-Labor. Mal gucken, ob wir Team Bravo treffen werden. Alpha-Labor 1. Gut, Mann, oh Mann, es geht hier so ab, ey. Gut, in Alpha-Labor Sektor 1, ich kann wahrscheinlich nicht fertig lesen. Ja, genau. Marine, ich höre, du hast das Bravo-Team noch nicht erreicht. Ja, ich bin wir kurz... Nicht auf dich warten. Ihr müsst schnellstens zur Kommunikationsanlage. Okay, ich bin kurz davor. Glaub mir. Oh, nicht Waffe wechseln. Gut. Ja, ich bin irgendwie mit der Schrotflinte am vertrautesten. Ja, wo geht es hier auf? Achso, ja, öffnen. Ach ja, wunderschöne Aussichten. Finde den Personallift zu Alpha-Labor Ebene 2. Die Soundeffekte gefallen mir auch schon sehr gut. Oh, hi. So, wir werden hier mal im Dunkeln herumschlawenzeln. Bumm, Fettsack! Bumm! Ja, nachladen. Ist hier noch ein Kollege? Nee, gut. Rüstung, ah, Leben, geil. Wunderbar. Eigentlich, ich glaube, ich habe das Gefühl, hier muss man echt schaffen, das Leben so lange wie möglich auf 100 zu halten. Türen öffnen, ja. Jetzt haben wir es gemacht, gut. Und ein bisschen mehr Licht ist erschienen. Ist der UAC ein wichtiges Anliegen. Ja, sieht man ja. Die UAC-Verfahren. Du bist böse, oder? Ja, ich denke mal. Ja, er sah nicht sehr nett aus. Da ist noch einer. Boom. Oh, hallo, hallo. Ja, das ist immer hier so ein witziges Katz-und-Maus-Spiel für den Typen. Oh, so, jetzt hier mal gucken. Da hinten. Also ich finde Doom ist einfach... Es ist von 2003, ja, und ist immer noch voll geil irgendwie. Es ist schon noch gruselig einigermaßen, finde ich. Und ja, es hat eine geile Story. Die Grafik, hallo, die ist doch voll akzeptabel für damals. Also für damals ist sie echt voll gut, aber halt, ich finde sie jetzt immer noch akzeptabel. Ich habe nicht zu meckern an dem Spiel. Ja, gut, ja, ich habe jetzt, glaube ich, du mal genügend angepriesen. Hi, ach, ich liebe die Typen, die sich immer hinter der Tür verstecken und dann einen anspringen. So, ja, ich lade nach. Musst du nicht machen, oder? Da musst du irgendwelche feurige Temperamentenergie in deinen Körper laden, bevor du ballern kannst. Mit deinen Feuerbällchen. Oh Gott. Ja, wunderschön. Oh, mein Freund! Da wollte er sich von hinten anschleichen. Der hat mich fast gekillt mit seinem scheiß Schrauben, mit seiner Rohrzange. Ich sag jedes Mal Schraubenschlüssel, das gibt's nicht. Gut, jetzt hier mal weiter. Seit Generationen lebt die Menschheit mit dem drohenden Schreckgespenst. Da können wir durch. Schwinder Rohstoff, ja. So, die verstehen mich nicht, weil das Strahler zu laut ist, aber irgendwie ist es eine Energiequelle oder so, denke ich. Oder der Zeug ist sowas wie ein Kraftwerk halt, ja. Hi. Ah, das ist eine Medi-Station, das finde ich sehr, sehr nett. Okay, das Level ist bisher noch nicht so brutal wie das letzte. Oder ich habe mich jetzt eingespielt, kann auch sein.
So, Kyle Burger am MPDA. Oh. Okay. Dankeschön. Er ist mir eingesperrt. Was geht hier ab? Ja, er möchte mir Kopfschmerzen bereiten. Hey, was geht hier ab? Wo? Wo? Tot. Hi. Wo? Ah, Junge. Ah, der wollte mich anspringen. Gut, Mann, du Mann. Geht ja schon ab. Gut, hier ein Video haben wir runtergeladen. Das werden wir gleich mal angucken. Wahrscheinlich geht es dann hier um das Kraftwerk. Elementarphasendekonstruktor. Was das auch immer ist, aber hört sich interessant an. Sieht doch interessant aus. Und jetzt gucken wir wieder in unser PDA, meine lieben Freunde. Kyle Burger, EPD-Unfall. Audiolog von Kyle Burger, Forschungsaufsicht beim EPD-Projekt. Der Elementarphasendekonstruktor ist voll betriebsfähig. So. Und die bisher gewonnenen Forschungsdaten sind sehr beeindruckend. Leider mussten wir letzte Woche einen schrecklichen Unfall erleben, als der Forschungsassistent Patterson einen der Quark-Emitter in der Kammer kalibriert. Ein Quark-Emitter, cool. Augenzeugenberichten zufolge verhielt er sich, als ob er jemanden sieht, der mit ihm spricht, und wich nach hinten aus, direkt in den Partikelstrahl. Lol. Das war kein schöner Anblick, da die Seite seines Kopfes abgetrennt wurde. Au. Er war noch einige Minuten am Leben, wenn man das so nennen kann. Seine Augen rollten hin und her und er versuchte zu sprechen. Nach dem Verlust von so viel Hirnmasse waren das aber wohl nur Reflexe. Aufgrund dieses Vorfalls habe ich im Labor neue Sicherheitsprotokolle eingeführt und einen medizinischen Notfallkoffer in einem der Vorratsschränke verstaut lassen. Der Code für den Schrank lautet 752. Ende des Eintrags. Okay, wunderschöne Sachen passieren hier. Aber das war ein normaler Unfall halt. Okay, es wurde wahrscheinlich durch wieder irgendwelche psychischen Sachen durch den Teufel hier verursacht. Jetzt verreck doch mal, Junge. Ja, ich habe eine Schrotflinte. Die hat halt nicht so eine weite Reichweite. Aber egal. Gut. So, der Strahl. Wir haben jetzt hier irgendwas geöffnet. Der Typ ist wahrscheinlich durchgelaufen. Und ich gucke jetzt hier kurz den Film an, der um den Strahl handelt. Hier. Den Elementarphasendekonstruktor. Seit Generationen lebt die Menschheit mit dem drohenden Schreckgespenst. Ja, gleich. Rohstoffe. Ich muss weggehen von dem Teil. Ist zu laut. Auf Planeten wie den Mars haben den Bedarf an neuen mit. Oh ja, nochmal. Seit Generationen lebt die Menschheit mit dem drohenden Schreckgespenst schwindender Rohstoffe. Ja. Unsere Vorstöße auf Planeten wie den Mars haben den Bedarf an neuen Metall-, Petrochemikalien, Nahrungs-, Wasser- und selbst Luftquellen noch verschärft. So haben UAC-Wissenschaftler progressive Lösungen entwickelt, die sich für die UAC, ihre Investoren, ja die gesamte Menschheit schon bald auszahlen werden. Der Mars ist unser Hauptverbündeter und der Schlüssel zur Lösung. Seine riesigen roten Wüsten sind reich an natürlichen Eisenoxiden, den Rohstoffen der Zukunft. Wir haben ein Verfahren entwickelt, das die Atomstruktur von pulverisiertem Eisenoxid destabilisiert und in subatomare Partikel spaltet, aus denen neue Elemente erschaffen werden. Verstehe ich natürlich alles. Dank dem Elementphasendekonstruktor können wir wie Alchemisten die rote Marserde in saubere Luft, frisches Wasser und Wasserstoffbrennstoff umwandeln. Bausteine für eine nachhaltige, menschenfreundliche Mars-Umgebung. Und das ist erst der Anfang. Bei fortgesetzter Forschung könnten wir immer komplexere Moleküle erschaffen, selbst organische Materie. Atom für Atom errichtet die UAC eine noch strahlendere Zukunft für die Menschheit. Unglaublich. Ja, die wollten anscheinend also den Mars wahrscheinlich fruchtbar machen oder halt. Ja, ich weiß gerade, mir fällt das Wort gar nicht ein. Ich lese hier mal weiter. Dr. Burger, bei der Vorbereitung des EPD für die nächste Testrunde läuft alles bestens. Roy Patterson richtet gerade die Messbasis ein, sodass wir wohl heute am späten Nachmittag noch mit dem Test beginnen können. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie doch um etwa 14 Uhr zu uns ins Labor runter. Es wird sicher spannend. Ich glaube, das war doch der Typ, der verreckt ist, der Roy Patterson. Ja, er ist spannend geworden. EPD, blablabla, ja. Sammelkammer-Status, ja. Dr. Kyle Burger.
Das Wartungsteam hat soeben die Reinigung der EPT-Sammelkammer abgeschlossen. Alles Biomaterial wurde aus dem Bereich entfernt. Auch ein Tiefenscan bestätigt, dass der Sektor wunschgemäß sauber ist. Außerdem wurden 14 Sammeltrichter und 5 Ablagen ersetzt. Bitte kommen Sie in der Wartung vorbei. Wir brauchen noch Ihre Unterschrift auf den Ersatzteil-Anforderungsformularen. Vielen Dank, UAC Wartung. Ja, alles bestens anscheinend. wo bin ich jetzt nochmal? So, ich habe keine Ahnung, wo wir den Code dafür bekommen. Naja. Ich gehe jetzt mal weiter. Und zwar dahin. Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hin überhaupt? Ich glaube, wir müssen da doch durch. So viel ich weiß. Also uns schnell beeilen. Oh Gott, was habe ich nur getan? Oh, schnell runter. Boah. Das war knapp. Du Wichser. Ja. Gut. Ja, wir haben es überlebt. Mann, oh Mann. So, ja, hier flackert alles. Und hier sieht man das Ding jetzt mal von innen. Finde ich ja schon geil gemacht, dass man hier die Sachen hier alle so schön zu sehen bekommt. Was die Forscher hier entwickelt haben. Bumm! Ja, wundervoll. Haben wir ein PD bekommen? Nee. Können wir was machen? Stromausfall? Ja, wunderbar. Datensicherung und ja, es wird alles wieder dunkel, oder? Ja. Ah ne, keine Ahnung, was es gebracht hat, genau. Wahrscheinlich hat es irgendwie eine Tür geöffnet oder so. Das ist meistens so in Doom hier. Boah, ich glaube, es ist bisher die längste Aufnahmesession von Doom. Weil es halt irgendwie gerade auch Spaß macht und spannend ist. Weil ich auch gut meine Ruhe habe, weil ich abends aufnehme. Und mein Zimmer ist nicht mehr so nah bei dem Schlafzimmer meiner Eltern ist, deswegen kann ich sie nicht so leicht aufwecken. Kann unbedacht relativ laut reden. Der lacht immer so, der Sack hier. Denkt wohl, der wäre lustig. Anfänger-Comedian hier. Wenn ich mich auf die Bühne stellen würde hier und nur lachen würde, da würde es nicht so gut ankommen. Dem seine Kabarettisten-Karriere wird wohl nicht so gut werden. Naja, okay. Jetzt ist mal genug der Späße, aber ich will halt immer eine Gaudi haben, eine richtige Gaudi. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Wunderschön, ja. Ich glaube, da kommen wir nicht durch, ohne was abzukriegen. Na, wir können es ja kurz versuchen. Wunderschön. Gut, lassen wir. Und gehen hier weiter. Was hat der für Faxen gemacht, Gott? Boah, du Penner. Alter, ich nehme jetzt hier mal wieder die Pistole. Muss einfach wieder mal sein, Leute. Jetzt gönnen wir uns. Ja, gönnen wir uns, oder? Wahrscheinlich. So ein Bullshit, Alter. Ja, jetzt wieder Anfang vom Level, oder? Wenn ja, dann beende ich ja. Okay, ich beende. Ich höre, du hast das Bravo-Team noch nicht erreicht. Ja. Wir können nicht auf dich warten. Ihr müsst schnellstens zur Kommunikationsanlage. Okay, dankeschön. So, Leute, für heute ist die Aufnahmesession vorbei. Wir öffnen noch die Tür. Und mit dem Blick auf diese düsteren und unheimlichen Gefilde innerhalb der Marsbasis. Ja, hör auf! Ja, jetzt will er meinen Blick wegmachen. Scheiße. Für die Tür. Ja, mit diesem Blick, der jetzt leider verschlossen wurde, werden wir uns verabschieden. Ihr könnt mich abonnieren, wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Würde mich sehr freuen. Oder Kommentare, Likes, was auch immer. Oder halt Feedback da lassen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Schaltet wieder ein bei Don Lean.